Krass, es hat geschneit. Das muss ich knipsen, das glaubt mir sonst keiner. Geil. Sofort allen zeigen, sowas haben die garantiert noch nie gesehen. Okay, Lektion Nummer 1. Niemand will deinen Balkon oder Vorgarten sehen. Aber das weißt du ja, sonst wärst du nicht hier. Wenn dir das nicht mehr reicht und du gerne solche Bilder machen möchtest, dann bringen dich die folgenden Tipps hoffentlich ein bisschen voran. Legen wir los mit Regel Nummer 1. Nutze den Schnee, solange er frisch ist. Und ich sage dir bewusst Regel und nicht Vorschlag oder Tipp oder so, denn das ist wirklich essentiell. Und alles, was ich gleich noch erzählen werde, hängt irgendwie damit zusammen. Wenn du irgendwo im Netz wunderschöne, märchenhafte Winterbilder gesehen hast und dich fragst, warum deine Aufnahmen nicht so aussehen, meistens liegt es nicht an den Kameraeinstellungen oder an der Bearbeitung, sondern am Zustand des Schnees. Der Schnee sollte nicht nur den Boden bedecken, sondern alles. Auch zum Beispiel Bäume und vor allem Bäume, denn es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob die Landschaft so aussieht oder so. Sobald der Schnee anfängt zu tauen, geht der Zauber verloren und sobald der Schnee zertrampelt ist und voll von Fuß- und Ski- und Schlittenspuren, ist auch nichts mehr übrig von der ursprünglichen Winteridylle. Klar, es gibt Ausnahmen, man kann manchmal schon auch schneefreie Bäume kreativ in so ein Bild einbauen oder eine einzelne Spur oder sowas, aber normalerweise gilt die Regel, so unberührt und so frisch wie möglich. Dazu gehört natürlich auch, dass du dir vorher genau überlegst, welches Bild du haben willst und nicht dein eigenes Bild zertrampelst, bevor du es aufnimmst, denn diesen Fehler kannst du nicht mehr rückgängig machen. Damit kommen wir zu Punkt 2. Du kannst den ganzen Tag zum Fotografieren nutzen, egal bei welchem Wetter, solange die Temperatur unter 0 Grad bleibt. Allerdings solltest du dir vorher bewusst machen, welche Motive und welche Bildausschnitte zu welchen Wetterbedingungen passen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Schneelandschaft besonders schön wirkt, wenn die Sonne scheint. Und die kann man dann auch mittags ablichten, denn im Winter, da steht die Sonne nicht so hoch, das Licht ist nie so grell wie im Sommer. Und der Kontrast zwischen blauem Himmel und weißem Schnee ist natürlich immer reizvoll, besonders wenn du einen Polfilter verwendest, um das Blau noch mehr hervorzuheben. Und klar, morgens oder abends ist das Licht schöner als mittags, aber wenn mittags die Sonne rauskommt und bis zum Abend den ganzen Schnee von den Bäumen weggebrutzelt hat, dann bringt dir das schönere Licht am Abend auch nichts mehr. Dann machst du besser gleich am Mittag deine Bilder, solange es noch geht. Wenn das Wetter den ganzen Tag einfach bedeckt ist, dann musst du dir darüber sowieso keine Gedanken machen. Dann kannst du den ganzen Tag nutzen. Das Licht bleibt eigentlich immer gleich. Der Himmel ist weiß, der Boden ist weiß und alles, was dazwischen liegt, sticht heraus. Das gilt natürlich ganz besonders, wenn du dazwischen irgendwas Farbiges findest, aber grundsätzlich kannst du bei solchen Wetterbedingungen auch einfach dir zunutze machen, dass diese Bilder immer schön grafisch wirken. Das gilt natürlich erst recht bei Nebel. Nebel ist dein bester Freund, wenn du gerne minimalistische Aufnahmen machst. Nebel in Verbindung mit Schnee. Mehr Minimalismus geht nicht. Da kannst du Bilder machen, wo du wirklich alles bis auf ein Motiv komplett raushältst. Oder du lässt die Landschaft von vorne nach hinten allmählich im Nebel verschwinden. Oder du magst einfach gerne mystische Stimmungen. Nebel tritt übrigens ziemlich oft auf in Verbindung mit Neuschnee in etwas höheren Lagen, denn Neuschnee kommt oft aus tief hängenden Wolken, die dann in höheren Lagen aufliegen und alles richtig schön in Nebel einhüllen. Ja, und dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, den Schnee festzuhalten, während er fällt. Frischer geht nicht. Und das kannst du auch gut in der Stadt machen, denn die meisten Bilder, die ich bis jetzt hier gezeigt habe als Beispiele, die sind ja irgendwo draußen in einer idyllischen Landschaft aufgenommen. Aber während der Schnee fällt, kannst du auch gut in der Stadt fotografieren, irgendwo in einer Straße, wo noch kein Schneepflug durchgefahren ist. Dazu noch ein Extra-Tipp, du kennst hoffentlich den Verdichtungseffekt bei Teleaufnahmen. Die Bildebenen rücken scheinbar näher zusammen und das kannst du dir zunutze machen bei fallendem Schnee. Je größer die Brennweite, desto dichter wirkt der Schneefall. Allerdings solltest du dich bei Schneefall möglichst nicht auf den Autofokus verlassen, denn der weiß nicht, worauf er fokussieren soll, auf die fallenden Flocken oder auf irgendwelche Objekte im Hintergrund. Das kann beides interessant wirken, aber du solltest es selbst entscheiden, wie du es haben willst und nicht dem Zufall überlassen, also in solchen Fällen am besten manuell fokussieren. Punkt 3. Planung und Timing. Ganz entscheidend, wenn es um Schneebilder geht. Und das widerspricht jetzt scheinbar dem Punkt 2. Da habe ich ja gesagt, du kannst einfach den ganzen Tag über Fotos machen. Ja, du kannst den ganzen Tag Bilder machen, aber du solltest schon darauf vorbereitet sein, wann du wo die besten Bedingungen vorfindest. Also das klassische Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dazu gehört eben die Wettervorhersage genau zu studieren und zu wissen, wann fällt der Schnee,
Wann reißt der Himmel auf und wann kommt die Sonne raus? Wann geht die Temperatur über Null? Denn zu diesem Zeitpunkt sollten deine Bilder möglichst im Kasten sein. Die wirklich besonderen Momente, die muss man eben gut vorher planen. Und dazu gehört natürlich auch, sich zu überlegen, ob man irgendwo hinfahren will. Wenn du jetzt in einem Mittelgebirge wohnst oder eins in der Nähe hast, dann hast du ja jede Menge Möglichkeiten, wenn es bei dir regnet, in höhere Lagen zu kommen, wo vielleicht Schnee fällt. Und dann eben Wettervorhersage. Gibt es vielleicht einen Sonnenuntergang, einen Sonnenaufgang oder wenigstens Nebel in den höheren Lagen? Oft ist es eben nur ein Tag oder ein Morgen oder ein Abend oder nur eine Stunde oder nur wenige Minuten, wo man so richtig gute Bedingungen hat, und darauf sollte man vorbereitet sein. Ich habe hier jetzt relativ leicht reden. Ich wohne im Hochschwarzwald, ich habe die höchsten Berge, Feldberg, Herzogenhorn, praktisch vor der Haustür. Und man könnte meinen, ich kann ja ständig solche herrlichen Landschaften ablichten, aber das täuscht. Solche Stimmungen, die hat man auch da oben, vielleicht ein paar Tage im Jahr. Dieses Bild hier zum Beispiel, diese herrlich angeleuchteten Wolken im Hintergrund, die gehören zu einer Warmfront. Ein paar Stunden nach der Aufnahme hat es an diesem Standort geregnet. Gerade in solchen Gipfellagen läuft das oft so ab. Während der Schnee fällt, steckt der Berg in den Wolken. Und diese Wolken hängen da dann gern noch längere Zeit rum, oft tagelang. Dabei hat es dann oft Frost im Gipfelbereich und es bildet sich Eis an den Bäumen. Die Winterlandschaft baut sich langsam auf. Und dann kommt irgendwann der eine Moment, da stellt sich die Wetterlage um auf Hochdruck und die Wolken verziehen sich. Und diesen Moment gilt es abzupassen. Denn dann geht es oft in eine Inversionswetterlage über, die Temperatur steigt über Null. Es gibt dann oft den einen Morgen, den man erwischen muss, denn danach ist es vorbei mit den schönen weißen Bäumen. Bis zum Abend hat dann oft die Sonne schon viel von dem Eis, von den Bäumen weggeschmolzen, der Schnee ist voll mit Fuß- und Skispuren und das Wintermärchen ist vorbei. In dieser Vorhersage hier sehen wir so einen typischen Wetterablauf. Das ist der Moment, den es abzupassen gilt. Und das war übrigens ein Bild von diesem Morgen. Damit weiter zu Punkt 4. Nimm auch die blaue Stunde mit. Wer zur arbeitenden Bevölkerung gehört, kennt das Problem. Im Winter, da geht die Sonne so spät auf und so früh unter. Da ist es schwierig, an Arbeitstagen zu diesen Zeiten zu fotografieren, weil man entweder schon im Büro ist oder im Zug sitzt. Aber wenn man den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang nicht mitnehmen kann, dann geht's vielleicht eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang oder eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Wenn man zu dieser Zeit klaren Himmel und Schnee hat, dann ist die blaue Stunde besonders eindrucksvoll. Denn Schnee ist ja eigentlich nicht einfach weiß. Schnee reflektiert die Lichtverhältnisse der Umgebung und in der Dämmerung ist Schnee eben blau. Du musst allerdings bei solchen Bildern dann immer auf inkompetente Kommentare eingestellt sein. Leute, die sagen, der Schnee ist blau, das ist nicht realistisch. Die haben wahrscheinlich einfach sowas nie selbst gesehen. Und ich weiß auch nicht, was die sich vorstellen. Wenn man so ein Bild aufnimmt, so bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, Licht und Schatten. Der Schnee sieht im Schatten so aus, im Licht so von der Farbe her. Und man könnte jetzt natürlich den Weißabgleich auf den Lichtbereich oder auf den Schattenbereich setzen. Sieht beides scheiße aus. Also lass dich bitte nicht irritieren von solchen Leuten ohne Ahnung und nutze die Zeiten, wo der Schnee nicht einfach weiß ist, sondern auch mal blau oder rot oder was auch immer. Und damit kommen wir, glaube ich, zu Punkt 5. Du brauchst nicht viel Schnee, um schöne Winterlandschaften zu fotografieren. Wenn Leute ihre Balkone und Vorgärten fotografieren, dann wollen sie ja zeigen, schaut her, so viel Schnee liegt bei uns. Wer will das sehen? Fakt ist jedenfalls, der Unterschied zwischen 0 cm und 5 cm Schnee ist viel größer als zwischen 5 cm und 1 Meter. Klar, je höher der Schnee liegt, desto mehr verschwinden die Details und die Strukturen darunter. Es wird alles einfach eine weiche Decke, hat natürlich schon seinen Reiz. Aber in praktischer Hinsicht haben solche Schneehöhen natürlich auch klare Nachteile. Wenn ein halber Meter Schnee liegt, dann kannst du nicht mehr einfach spontan dein Auto am Straßenrand abstellen. Keine Chance. Und irgendwo abseits geräumter Wege zu Fuß durchkommen zu deinem Fotospot, wenn ein halber Meter Schnee liegt. Mühsam. Und hier kommen wir natürlich nochmal zurück zu Punkt 1. 5 cm frischer Schnee. Das ist viel besser als 1 Meter Altschnee. Selbst gar kein Schnee ist besser als 1 Meter Altschnee. Ich bin schon an manchen Wintertagen vom altschneebedeckten Hochschwarzwald weggefahren, runter in den Kaiserstuhl, wo kein Schnee lag, um dort Landschaften zu fotografieren, weil das einfach schöner war. Solange das Licht passt und du nicht gerade so eine matschbraune Wiese in den Vordergrund nimmst,
kannst du auch im Winter ohne Schnee viel machen. Ganz besonders bei Frost, also Reif, macht ja auch schöne Winterstimmung. Manchmal braucht es gar keinen Schnee, um richtig schönes winterliches Feeling zu erzeugen. Ja, ich glaube, das waren jetzt die 5 Punkte, die ich mir notiert hatte. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist mit Kameraeinstellungen und Bildbearbeitung? Das wollte ich doch eigentlich wissen. Naja, weitgehend irrelevant. Wenn es um Kameraeinstellungen geht, naja, das übliche, fotografiere immer im RAW-Format, pass auf, dass der Himmel nicht ausbrennt, zur Not mach mal eine Belichtungsreihe. Manche sagen, bei Schnee soll man absichtlich so ungefähr eine Blendenstufe überbelichten. Kannst du machen, wenn du so bei bedecktem Himmel diese helle Stimmung erzeugen willst. Aber musst du nicht unbedingt, wie gesagt, RAW-Format, das kannst du auch nachträglich noch korrigieren. Und bezüglich Bildbearbeitung, mach einfach das, was du immer machst. Es sei denn, du tauschst normalerweise immer den Himmel aus, dann bitte deinstalliere Lumina und mach das nie wieder. Aber ansonsten erzeug einfach in der Nachbearbeitung die Stimmung, die du beim Fotografieren wahrgenommen hast. Das ist immer eine Frage deiner persönlichen Interpretation. Du kannst zum Beispiel bei dieser Aufnahmesituation hier sagen, du möchtest die neblige Tristesse betonen. Du kannst aber auch den Kontrast herausarbeiten zwischen dem weißen Schnee und allem anderen, was da noch zu sehen war. Da gibt es kein richtig oder falsch, solange das Bild am Ende glaubwürdig das wiedergibt, was du beim Fotografieren wahrgenommen hast. Und jetzt hoffe ich, dass da ein bisschen Inspiration für dich dabei war. Falls du zu denen gehörst, die von der kommenden Luftmassengrenze profitieren, dann mach was draus. Falls du dieses Video später anschaust, zum Beispiel im Sommer, dann hast du hoffentlich die Abkühlung genossen und der nächste Winter kommt bestimmt.